Hallo Freunde, willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Da ist ganz schön was passiert in den letzten Tagen. Also ich meine jetzt nicht nur diese Sache mit den Kindersoldaten aus der letzten Episode, die mich fast zur Weißglut getrieben hat. Nee, ich war auch noch offscreen ein bisschen tätig mit Nebenmissionen. Wie ihr seht, hat unsere Personaldecke ein bisschen gelitten. Basisentwicklungseinheit ist 20 Mann unter Sollstärke. Kampfeinheit auch nicht so gut dabei. 8 Mann fehlen. Und ich sage euch, das sieht schon wieder richtig gut aus. Wenn ihr mal gucken wollt, hier... Wartebereich ist derzeit leer. Das bedeutet sogar, der Silent Basilisk ist zugeteilt worden. Und wir bauen uns gerade wieder auf so ein bisschen. Grund für diese Rückschläge sind externe Aufträge. Da läuft derzeit ein kleines Event. Da gibt es Ressourcensammlungen für Kraftstoff. Und ihr wisst ja, Kraftstoff kann man immer gebrauchen. Das Problem bei den Geschichten ist, die Kampfstärke der Gegner ist ziemlich heftig und prognostizierte Verluste ziemlich hoch. Da hat man schon gut zu kämpfen, um die Mission überhaupt zu schaffen. Und ihr seht, da brauchen wir auch Leute von der Basisentwicklungseinheit, die ziemlich gute Werte haben müssen, um da überhaupt mitzukommen. Naja, dafür gibt es aber auch richtig viel Treibstoff. 7.000, 3.000, wenn wir beide Missionen schaffen, und davon gehe ich fast aus, haben wir wieder 10.000 zusätzlichen Treibstoff. Aber dank Johannes Dichtmann kommen wir da so langsam aber sicher auch in grünere Gefilde. Denn wir kommen so langsam aber sicher Richtung Mission 21. Wer die Kommentare aufmerksam liest, weiß, wovon ich rede. Trotzdem habe ich schon einen Satz durchgeprügelt mit diesen Treibstoffmissionen in den letzten Tagen. Und dementsprechend bauen wir gerade die Kampfeinheitsplattform und die Entwicklungsplattform aus, damit wir da das Maximallevel haben. Einfach die Kampfeinheit, damit wir mehr Soldaten haben und stärkere Aufträge machen können, die größere Belohnung geben. Und die Entwicklungsplattform ganz einfach, damit wir unser Entwicklungslevel für Ausrüstung ein bisschen vorantreiben können. Viel hilft schließlich viel. Ja, was die Entwicklung angeht, habe ich natürlich auch nicht geschlafen. Wir haben inzwischen ein richtig großes Scharfschützengewehr. Und ich sage euch, das Ding macht eine Menge Laune. Nachteil, den Schalldämpfer dazu habe ich noch nicht, aber kommt irgendwann, da bin ich mir fast sicher. Trotzdem, das Ding macht richtig Spaß, wenn man auf eine laute Mission geht, ist das hervorragend. Bei den Sturmgewehren war ich auch fleißig, da habe ich jede Menge Zeug erforscht. Was ich ausgebaut habe, war dieses Teil hier. Wollte ich sowieso schon immer benutzen, und bei irgendeinem Gewehr, ich weiß gerade nicht mehr welchem, habe ich sogar einen besseren Schalldämpfer gefunden oder bekommen. Das heißt, wir haben jetzt einen Schalldämpfer mit mittlerer Haltbarkeit, den ich überall draufgeschraubt habe, soweit ich mich erinnere. Dementsprechend können wir da jetzt länger leise schießen, auch mit Sturmgewehr. Nicht einfach nur so eine Salve und dann wird es laut, sondern das sollte jetzt ein bisschen besser klappen. Die Schalldämpfer funktionieren außerdem nach Anzahl der Schüsse, nicht nach Kaliber oder ähnlichem, was ich ein bisschen interessant finde, denn dadurch kann man mit dem mittleren Schalldämpfer auf einem Scharfschützengewehr das ganze Magazin verballern. Das heißt Magazin. Komplett die Munition, die man dabei hat. Und man hat immer noch Schalldämpfer übrig. Das heißt, am Scharfschützengewehr hält der Schalldämpfer jetzt die komplette Mission durch. Sollte er zumindest. Gut, wo wir gerade von Missionen sprechen. Wir haben hier auf der Missionsliste Mission 20 Stimmen. Und ich würde sagen, da machen wir uns gleich auf die Socken. Mission accepted. Ja, ihr seht schon, das wird ein größeres Teil. Ich kann es euch direkt sagen, wir müssen hier hinten hin. Das heißt, wir kämpfen uns einmal durch die komplette Zone. Da kann man auch nicht beliebig laufen. Das ist ein bisschen, ja, komisch, sage ich mal. Aber unterm Strich sollte sich das am Ende auf jeden Fall... Und wir müssen es auf jeden Fall machen. Egal, ob es sich lohnt oder nicht. Das ist die einzige verfügbare Mission. Ich warne euch nur vor, wird eine Weile dauern, bis wir da durchkommen. Einzige Landezone haben wir hier. Ein bisschen traurig, das. Was bedeutet, wir werden jetzt mal ein paar Kleinigkeiten ausprobieren. Zum einen, ich habe den Karton dabei. Ich habe ein paar Lieferpunkte geholt in Afrika, in Nebenmissionen. Da kann man das ganz gut erledigen. Das heißt, wir werden das mal ausprobieren, ob ich mit dem Karton etwas näher rankomme und da so Zeit spare. Ansonsten, so gerne ich die dabei habe, ich kann leider nicht auf ihm reiten. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich das Die-Horse mitnehme, weil das kann ich campen. Ich kann auch nicht auf Quiet reiten, so gerne ich das manchmal machen würde. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Deshalb, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Meiner Meinung nach, das effizienteste Loadout ist Quiet als Begleiter.
weil sie unglaublich vielseitig ist. Man kann sie am leichtesten steuern und sie reißt einen einfach wieder aus der Scheiße, wenn es mal so richtig brodelt. Und mit Quiet zusammen nimmt man am besten ein Fahrzeug mit. Ob das ein Geländewagen ist oder ein Panzer, spielt keine große Rolle. Die Dinger kosten nichts und naja, die sind verdammt stabil, die sind verdammt mächtig und schnell bewegen kann man sich damit auch. Deshalb ist das, denke ich, die beste Kombination, Panzer und Quiet. Aber es ist vielleicht ein bisschen Overkill für die Mission jetzt. Deshalb, ich habe es versprochen, wir schauen uns mal den D-Walker an. Auf dem können wir reiten, der kann kämpfen. Und ja, dann probieren wir den mal aus. 33.000, wenn nicht gut, mir blutet das Herz. 64.000 für den Einsatz, aber ich glaube, das kriegen wir rein bei dem Einsatz. Kein großes Problem. Außerdem liegen noch irgendwie 4 Millionen auf meiner Base rum und so weiter. Das sollte soweit erstmal passen. Ansonsten, Schleichpistole, das ist die umgebaute, die behalte ich. Das G44 Sturmgewehr mit dem mittleren Schalldämpfer und Unterlaufgranatwerfer. Man sieht jetzt keine Optik, aber die ist in dem Bügel oben eingebaut. Doppelte Vergrößerung, sollte hinhauen. Und hinten das Scharfschützengewehr auch mit mittlerem Schalldämpfer inzwischen, wie wir das kennen. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, wir haben jetzt lange, lange Zeit vor uns hingedümpelt. Wir hatten zwar mal so einen Konvoi mit der Skull Unit, aber was mal wieder fehlt, ist ein richtiger Tritt Richtung Story, oder? Separated from the others and taken away to Ngumba Industrial Zone. The locals call this place Nzoya Madiabulu, the Devil's House. Boss, find Shivani and extract him safely. You can check the target's location on your iDroid. Na, dann bin ich mal gespannt. Lass mal überlegen. Nee. So weit hinten drin war ich noch nicht mit den Transportpunkten. Ich habe einen hier an diesem Haus. Ich habe einen am Flughafen. Das bringt uns aber gerade nicht weiter. An dem Außenposten habe ich, glaube ich, auch keinen. Und ja, wenn ich es bis dahin geschafft habe, wo wahrscheinlich einer ist, selbst wenn ich den schon habe, bringt uns das immer noch nicht da hinten hin. Dementsprechend werden wir da wohl, ja, laufen müssen. Beziehungsweise wir reiten auf ihm hier. So, lass mal ganz kurz gucken. Normaler Modus ist klar, Schleichmodus. Das ist unheimlich praktisch, wenn du abends mit deinen Kumpels auf Mother Base sitzt und gerade einen Film guckst, das Ding latscht rein, sagst ihm einfach, er soll durchsichtig werden. Meine Güte, ist Huey Glaser oder was? Wenn wir da drauf krabbeln, werden wir auch unsichtbar? Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Naja, okay. Leider ist der Kopf noch nicht schlau genug, dass wir den irgendwie auf Überwachen stellen können. Aber das kommt mit der Zeit auch noch. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier. Komm, du Superroboter, bist schnell genug. Du müsstest da doch hochhüpfen können. Ach, Straßen. An outpost of a sunken road. Gunoko Yanyoka. The snake's mouth. I get it. Looks like that's the only way to the objective area. This being updated. Okay. Da wir keine Gatling-Waffe haben. Analysis complete. Gehen wir die Sache ein bisschen ruhiger an. Analysis complete. Ah, schade, Großmaul. Großmäuler sammle ich nicht mehr ein. Ich habe ungefähr schon 85.000 davon auf Mother Base rumstehen, bis ich nämlich gerafft hatte, dass die gar nicht so die super Fähigkeiten haben. Ja, das ist das Sturmgewehr. Da ist der Zoom eigentlich auch in Ordnung, das Fadenkreuz ist auch ganz gut, also im Notfall kann man sogar damit so ein bisschen als Scharfschütze unterwegs sein. Aber Enemy presence detected. The map has been updated. Game over. Wer zum Geier hat den denn jetzt gesehen? Darf doch gar nicht sein. Okay, wir lassen D-Walker erstmal hier stehen. Im Normalfall würde ich ihn
ans Eingangstor stellen und ihm sagen, er soll jetzt hier Überwachungsmodus spielen. Dann betäubt er automatisch jeden, der ihm vor die Flinte läuft. Kann dieser Kopf noch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen die Forschung. Sind wir ja dran. Ansonsten, wenn wir ihn vermissen, können wir ihn ja jederzeit rufen. Oh, vielleicht vorher mal gucken, was er kann. Analysis complete. Jetzt Sack und Asche, fall schon um. Da hat sich niemand gemeldet. Zentrale. Funkstille. Igitt, das sind ja ganz schön viele. Ich hätte eigentlich gehofft, dass das ein bisschen harmloser wird. Naja, so viel dazu. Ah, jetzt habe ich die Wasserpistole natürlich nicht dabei. Jetzt könnte ich da oben das Funkding relativ leise ausschalten. Hat aber nicht nur Vorteile. Die Gegner oder die NSCs sehen dann diese zerstörte Funkanlage und schlagen dann auch trotzdem Alarm, weil es natürlich zerstörte Ausrüstung. Finden die irgendwie nicht so ganz lustig. Heißt hier, hey. Das heißt hier, schnappt ihn. Bin ich voll dagegen. Okay, die Jungs haben Nachtsichtgeräte. Oder ein Handy-Ladegesicht im Gerät. Ich bin irgendwie für Nachtsichtgerät. Wie wär's, wenn wir doch ein bisschen mehr Krach machen? Stühle gegen die Wand werfen und so. Ja, ihr merkt schon, erste Mission des Tages, da muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Bleib doch liegen. Vollhorst. Ach, da ist ja noch einer. Ja, keine Ahnung, was die jetzt konnten. Da hatte ich jetzt keine Zeit mehr nachzugucken. Aber ihr merkt schon, der mittlere Schalldämpfer rockt. Da kann man richtig schießen, tagelang. Naja, das wird mal wieder eine richtig tolle Wertung. Wir haben da ja schon Alarm ausgelöst, wurden beschossen und alles. Einsatz fängt richtig gut an. Ja, fast. Vielleicht noch ein Stück. Dann sind wir gleich wieder am Anfang. Ah, sowas Blödes. Ich wollte doch eigentlich nur zu diesem Funkgedöns hier. Oh, und dann ist da diese Lücke drin. Ich werde wahnsinnig. So, das hätten wir. Da drüben haben wir den Radarwagen. Den brauche ich auch, wenn es geht. Was haben wir denn hier drüben? Sieht ein bisschen nach der Freizeitecke der Jungs aus. Nein, das ist keine Freizeitecke. Das ist eher ein Massengrab mit Verbrennungsfunktion und so. Da muss ich nicht ungefähr unbedingt durchlatschen. Na, gucken wir uns mal an, was der kann. Analysis complete. Leider ein Großmaul, nehmen wir nicht mit. Was kannst du? Analysis complete. Ahangen Medizin. Das wäre gar nicht so schlecht an sich. Plöng, Helm, verdammt. Wie viele Gegner noch? Noch zwei da hinten. Ja, der glaubt, der wurde aus dem Zelt rausbeschossen. Na, ja, guck du ruhig im Zelt. Wir sammeln in der Zwischenzeit mal die Diamanten ein. Der müsste dann auch gleich betäubt werden, der mit dem Schild. Vorausgesetzt, ich habe eine Hautstelle getroffen und nicht irgendein Stück Rüstung. Das wäre blöd.
Ich glaube aber, das war Rüstung. Hey, wir haben gerade die Pflanzensammelfähigkeit verdoppelt mit dem Superarm. Ist mal nicht schlecht. Ja, was jetzt, alter Mann? Entweder du krabbelst oder du rutschst. Aber nicht erst krabbeln, dann rutschen. Das ist doof. Okay, wir könnten ihn ein bisschen ablenken. Und wenn er dann da reinguckt, hüpfen wir hinter ihm runter und schnappen ihn uns. Ja, nicht Blecheimer. Okay, pass auf. Ich zeig dir, wie ich das vorhab. Du guckst hier hin. Und ich schnapp dich von hinten. Siehst du? Das ist mal ein stabiles Zelt. Na, den nehmen wir mal mit. Oh, da läuft wieder Musik. Ich freue mich tierisch. Wenn der Ingame-Sound plötzlich weg ist, wisst ihr Bescheid. Oh, ist das laut. Das Radio lebt. Komisch, und ich dachte, Radio ist tot, seit es Fernsehen gibt. So, die Sachen nehmen wir natürlich mit. Können wir immer gebrauchen. Kriegskind kann alles gebrauchen. Und wer ist denn bitte schön noch größeres Kriegskind als Big Boss? Der wird ja wirklich groß. Mit Kriegen. So weit, so gut. So, jetzt interessiert mich eigentlich nur noch, wo die restlichen zwei Typen sind. Ich glaube, die sind da drüben unter diesen Dächern und Zelten. Bedeutet, wir haben hier ein bisschen Luft. Oh, warte mal ganz kurz. Nö. Nichts drunter. Hätte ja sein können. So weit, so gut. Na also. Analysis complete. B-Rang in der Informationsnote. Hm. Informationsteam ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Okay. Bleibt nur noch einer übrig. Und wenn wir nur noch einen haben, dann können wir mal ausprobieren, wie das Schleichen mit dem guten D-Walker funktioniert. Bisher habe ich das nämlich nur so gemacht, dass ich irgendwo reingerannt bin und alles umgeblasen habe. Da haben wir eine Rechnung erhalten, das ist so eine Lieferzone. Hier können wir jetzt theoretisch auf unseren Pappkarton wechseln, wie wir das schon auf Mother Base gemacht haben. Allerdings können wir uns hier nicht verschiffen lassen, solange die Zone in Alarmbereitschaft ist. Das heißt, wir müssen hier erstmal noch einen umnatzen. Du bist schnell. Nicht besonders hell, aber schnell. Nein, 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 nicht rennen. Ich würde ganz gern schleichen. Okay, kann er nicht langsam. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Lass mal gerade gucken. Zielen fällt natürlich ein bisschen schwerer mit dem Ding. Besonders, wenn da keiner mehr steht. Wie geht? Wo ist der hin? Ah, da drin. Coolio. Our post captured. Darauf läuft es dann leider hinaus. Ach, sowas Blödes aber auch. Moment, er hat die Sprengung überlebt und ist jetzt doch betäubt?
Walker, du hast aber schon Sprenggranaten dabei. Ich habe keine Lust, Sowjet-Hubschrauber zu betäuben. Na, ihr merkt schon, damit muss man erstmal umgehen können. Der D-Walker ist da nicht so einfach. Deshalb auch meine Meinung, dass Wyatt etwas effizienter ist. Besonders wenn man dann noch ein Kampffahrzeug mitnimmt, dann rockt das ganz schön. Ansonsten kann man später, wie gesagt, stellt man einfach irgendwo ab, sagt Bereitschaftsmodus. Ach Gott, jetzt ist er, jetzt liegt er im Sterben. Analysis complete. Aber die Hütte steht noch, ganz schön stabil gebaut. Ich kenne nur wenige Wellblechhütten, die noch stehen, wenn da eine Rakete reingeht. So sieht's aus. Wunderbar. Damit hätten wir das auch. Wie sieht's hiermit aus? Okay. Bei mir läuft natürlich immer noch Operation Stinkstiefel, aber irgendwie kriege ich Snake nicht dazu, stinkig zu werden. Ich habe mir überlegt, ich suche mir nachher mal einen Müllcontainer. Und da werde ich dann mal eine Weile drin sitzen bleiben. Denn Ocelot meinte mal per Funk, dass man ihm da nicht zu nahe kommen soll. Also ich denke mal, dass dann der Stinkstiefelstatus deutlich erhöht wird. So, da oben liegen ein paar Landminen. Ich finde das interessant. Warum legen die Minen aus? Doch wohl nicht, um mich zu schnappen, oder? Wer krabbelt denn schon hier oben drauf rum? Aber bedanke ich mich natürlich. Das sind zwei kostenlose Landminen, die ich nicht mitbringen musste. Das passt erstmal. So, jetzt hätten wir von hier aus natürlich die Möglichkeit. Wir können mit dem Lastwagen weiterfahren oder weiter auf die Walker reiten. Unser nächstes Ziel wird, denke ich, das da. Da gucken wir uns ein bisschen um. Dann geht es noch hier rüber. Ach, was soll's, den LKW? Hängen wir einen Ballon. Wir machen mal das mit D-Walker. Jetzt haben wir ihn dabei, dann benutzen wir ihn auch. Oh, D-Walker, warte mal kurz. Ich habe hier noch ein paar kostenlose Landminen entdeckt. Die müssen so viel davon haben, dass sie die einfach in der Landschaft verrotten lassen. Das gibt's gar nicht. Wir können die vielleicht später irgendwann mal gebrauchen. Wir legen die irgendwo aus, schießen von der Position, ziehen uns zurück. Der Gegner läuft rein, kapeng. Hinterhalte legen und schnickschnack. Selbst wenn wir sie nicht brauchen. Kondomprinzip. Besser eins haben und keins brauchen, als eins brauchen und keins haben. Bei der Größe von dem Ding würde ich sagen, ist das mit dem Rasenmähermotor. Extraction arrived at Mother Base. So. Was haben wir denn hier? Ein paar Rohstoffe können wir immer gebrauchen. Im Zweifelsfall, was wir als Überschuss haben, verkaufen wir irgendwann. Das Einzige, was ich wahrscheinlich nie verkaufen werde, ist Treibstoff. Uiuiui. Ist ja nicht so viel los hier. Da hatte ich eigentlich mit ein bisschen mehr gerechnet. Okay. Na gut. So viel mal zu der Geschichte. Extraction arrived at Mother Base. Dann würde mich interessieren, wie ich hier hochkomme. Ich glaube, das gucke ich mir jetzt noch ein bisschen an. Werde ein bisschen so die Wände lang krabbeln. Vielleicht gibt es irgendwo einen Riss oder irgendwas. Das würde mich schon interessieren, was da oben ist. Ist auf jeden Fall was eingezeichnet. Aber das zeige ich euch dann in der nächsten Episode, wenn ich was rausgefunden habe. Ansonsten für heute erstmal Feierabend. Lasst mich da jetzt ein bisschen suchen. Kann eine Weile dauern. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Dann machen wir uns auf die Socken zum, ich würde sagen, nächsten Außenposten hier.
Und da endet dann die Straße, da geht es dann irgendwie durchs Gemüse weiter. Bis hier hinten hin wird es allerdings noch ein bisschen dauern. Da sind noch ein paar Hindernisse auf dem Weg. Okay, das war's für heute. Bis morgen, dann macht's mal gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.